Gut. Müssen wir zu der Tante zurück, ne? Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt auch schon sich wiederholende Quests sind. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich weiß nicht, wie man das erkennen soll. Weil da haben wir ja am Anfang schon recht viel gemacht, ne? Ich habe in der Gegend hier. Habt ihr die Initiative gegen die silberne Hand ergriffen? Hervorragend. Sieht aus, als hätten sie sich erstmal verzogen. Macht weiter so. Früher oder später erledigen wir sie vollständig. Okay. Wahrscheinlich jetzt, ne? Dieses Ich suche nach Arbeit. Und es gibt auch noch viel zu tun. Aber leider hat Kotlak von unserem Treiben Wind bekommen. Er möchte euch sehen. Okay, anscheinend doch nicht. Ich gebe euch einen Rat. Seid immer ehrlich zum Alten. Aber erzählt ihm nichts, was er nicht wissen muss. Begonnen. Okay, geht doch noch weiter. Die Ehre des Blutes. Der ist unten, ne? Der Alte da. Katlak Weißmähne. Danke, dass ihr gekommen seid. Ihr wolltet mich sehen? Setzt euch. Setzt euch. Okay, sollen wir uns wirklich setzen? Wie ich höre, wart ihr in letzter Zeit sehr beschäftigt. Ayla und ich arbeiten daran, Skiors tot zu rächen. Eure Herzen sind voller Trauer. Und auch mein eigenes beweint Skiors Verlust. Doch sein Tod wurde vor langer Zeit gerecht. Ihr habt mehr Leben genommen, als es die Ehre verlangte. Der Kreislauf der Vergeltung mag noch eine Weile in Bewegung bleiben. Ich habe jedenfalls eine Aufgabe für euch. Oh, cool. Kennt ihr schon die Geschichte, wie wir zu Werwölfen wurden? Beides stimmt ja. Ja, das klingt wie etwas, das er gesagt hätte. Wie in allen Glaubensfragen ist die Wirklichkeit jedoch komplizierter, als ein Gläubiger sie euch beschreiben würde. Wie lautet die Wahrheit? Die Gefährten gibt es seit beinahe 5000 Jahren. Das Bestienblut ist erst seit ein paar hundert Jahren ein Problem. Einer meiner Vorgänger war ein guter, aber kurzsichtiger Mann. Er ging einen Handel mit den Hexen des Schluchtweiherzirkels ein. Wenn die Gefährten im Namen ihres Gebieters Fürst Hessina auf die Jagd gehen würden, dann würden wir große Macht erhalten. Und sie sind zu Werwölfen geworden? Sie glaubten nicht, dass die Veränderung dauerhaft sein würde. Die Hexen boten eine Bezahlung an, wie alle anderen auch. Aber wir wurden betrogen. Ja, das wird er wahrscheinlich nicht so gerne hören hier. Da ist er eher so ein bisschen auf Friede, Freude, Eierkuchen getrimmt, ne? Aber ihr seid jetzt. Aber seid ihr jetzt nicht mächtiger? Die Hexen haben selbstverständlich nicht gelogen. Aber es geht um mehr als nur um unsere Körper. Die Krankheit beeinflusst nämlich nicht nur unsere Körper. Sie dringt auch in den Geist ein. Ich merke noch nichts davon. Nach dem Tod beansprucht Hersine die Werwölfe für seine Jagdgründe. Für manche ist das das Paradies. Sie wollen nichts anderes, als mit ihrem Herrn in alle Ewigkeit ihre Beute zu jagen. Und das ist ihr gutes Recht. Aber ich bin ein wahrer Nord. Mein Geist soll in Sovngarde zu Hause sein. Könnt ihr euch selbst heilen? Ich habe meinen Lebensabend damit verbracht, das herauszufinden. Und jetzt habe ich die Antwort gefunden. Ah. Die Magie der Hexen hält uns gefangen. Und nur sie kann uns wieder freigeben. Also müssen wir sie doch töten. Sie werden uns nicht freiwillig helfen. Aber wir können uns ihre korrupten Kräfte mit Gewalt holen. Ich will, dass ihr sie sucht. Geht zu ihrem Hexenzirkel in der Wildnis. Okay. Streckt sie nieder, wie es ein wahrer Krieger der Wildnis tun würde. Alles klar, Chef. Und bringt mir ihre Köpfe.
den Sitz ihrer Fähigkeiten. Damit können wir beginnen, Jahrhunderte der Unreinheit rückgängig zu machen. Gut, soll ich das alleine machen? Mach ich. Gut, nun beeilt euch und lasst keinen von ihnen am Optional? Leben. Vernicht die Schlucht, war ja Hexen. Möge Talos euch leiten, mein Junge. Okay. Verschaffe dir den Kopf einer Schluchtweiherhexe. Vernichte die Schluchtweiherhexen. Ah, ich kann eine oder alle töten. Okay, alles klar. Machen wir. Ria. Ich kümmere mich um. Ich sehe alles, höre alles und weiß alles. Du bist ganz toll, Ria. Nee, das war die Talma oder Thelma, ne? Oder so. So, wo müssen wir hin? Da. Schluchtweiherzirkel. Oh Gott. Gut. Gucken wir mal. Ich hätte vielleicht vorher mal das Inventar leeren sollen. Und jemand auf YouTube hat mir einen Tipp gegeben. Ich soll vielleicht nicht unbedingt diesen Helm hier tragen die ganze Zeit. Den hier, weil der bringt halt nur bessere Preise, ne? Und Magika regeneriert sich ein bisschen schneller, aber ich habe eigentlich einen besseren. Okay, wie komme ich hier hoch? Hier vielleicht? Ach, da. Ach, das sind nur Banditen. Okay. Das waren nur Banditen. Alles gut. Dann müsste ich aber hier auch einen erledigt haben. Naja, keine Ahnung. So, da ist das Ding. Nur wie kommt man da hin? Ich. Tja. Oh, mit einem Schlag. Geil. So, und der Schläfer hier. Schläfer, also. Nicht das, was man heutzutage unter Schläfer kennt, aber. So, ich muss hier hin. Kurz gucken auf der Map. Oh Gott, wie komme ich da hin? Nee, abbrechen, entfernen. Wie komme ich da hoch? Ist die Frage. Naja, wir gehen mal hier hoch und dann nach rechts weiter. Auch wenn hier wahrscheinlich noch Banditen sind. Oder nur der da oben? Ach, hier. So, machen wir den auch noch platt. Hier haben wir ja eh schon alles aufgeräumt, ne? Das müsste eigentlich schon abgeschlossen da stehen, oder? Ne, Messerkampf steht. Achso, weil es da wahrscheinlich noch irgendwo reingeht. Keine Ahnung. Gut, ich muss da irgendwo den Berg hoch. Keine Ahnung, ob das so simpel ist, dass ich hier einfach hochkomme. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Doch, guck mal, ich komme hier hoch. Ah, da fehlt so ein Mini-Stückchen. Gut, geht. Hm, das sieht irgendwie schlecht aus. Obwohl, wenn da vorne die Höhle ist. Könnte sich doch als richtig erweisen. Eventuell. Ja, ich gehe ja schon außen rum. Komm, auch hier geht schon was. Jawohl. Ah, ja.
Schlucht war ja Zirkel entdeckt. Okay. Was ist das? Oh mein Gott. Hier habe ich, glaube ich, ein bisschen Schiss. Ein bisschen. Nicht wirklich. Ist ja nur ein Spiel, ne? Okay. Ab zu den Hexen. Oh, hier sind viele. Ja, würde ich sagen, machen wir optional mit, ne? Wo ist denn meine Fackel? Hallo? Ist die schon wieder nicht ausgerüstet? 1, 2, 3, 4. Auf 5 ist nichts, doch. 5, 6, 7. Dann muss ich die Fackel auf 8 machen. Ah, hab's doch gewusst, dass hier irgendwas ist. Gott. Oh, 116 Gold, sieh mal einer an. Alles klar. Ja, aber die optionale, den optionalen Teil machen wir schon, oder? Klar. Wenn wir schon mal hier drin sind. Okay. Gucken wir uns erst hier mal um. Wo? Ich hab's doch gehört. Hier ist noch was. So eine schäbige Robe. Geldbeutel. Ja, das ist wahrscheinlich der Hauptraum und hier geht es dann noch in einzelne Räume weiter, ne? So schätze ich jetzt mal. Da wird wohl die nächste sein irgendwo. Oh, ich dreck überhaupt nicht. So, Heilung funktioniert schon ganz gut, ne? Mit wenig Mana komme ich schon recht weit wieder hoch. Gewicht 4, ne, nehme ich halt nur einen mit. Beidhändige Angriffe, das kenne ich, aber die nehme ich mit, die ist gut was wert. Hier auch. Ich weiß, ich kann das Zeug eh niemals alles verkaufen. Guck mal hier. Das Grauen auf Burg Xyr. Oh, und Zerstörung. Hat sich doch schon gelohnt hier. Okay. Okay, wie ich mir jetzt gedacht habe. Das eine ist der Hauptraum und dann geht es einfach in mehrere, ganz viele Wege raus. Sind sie noch irgendwo hin? Nein. Okay. Oh, ich finde das Spiel super. Ich kann das einfach stundenlang spielen. Ich mag Spiele, in denen es halt viel in Dungeons, wo man viel in Dungeons unterwegs ist.
Ich finde das echt toll. So, hier ist der nächste Weg wahrscheinlich, genau. Nächste Hexe. Da ist er schon. Ah, dasselbe Vorgab wie ich. Ich sollte direkt nach Nahkampf gehen bei denen. Im Nahkampf können die irgendwie nichts. Und viele Mats gibt's hier, echt cool. Ich guck mal, ob ich irgendwas entzaubern kann. Das meiner? Oh, die kann ich sogar entzaubern hier, cool. Eben als Bogen der Verbannung. Das ist nicht meiner, ne? Ne, ich habe hier den Zephnir. 22, 30% schneller. Ne, eben als Bogen der Verbannung. Ja, cool, dann können wir da auch, den auch noch entzaubern. Ist ja tipptopp. Sehr schön. So, das haben wir auch abgeklappert. Dann ging es hier noch irgendwo rein. Na, es sind noch zwei Stück. Die nehmen wir jetzt natürlich noch mit. Gar keine Frage. Sau. Oh, schön. Und die ganzen Hexenrabenfedern, die sind auch wichtig. Makelloser Smaragd. Okay, die hat jetzt mal nicht so viel gehabt hier. Hier noch irgendwas, was ich nicht sehe in der Dunkelheit? Ne. Okay. So, das hier. Ach, hier nur so ein Voodoo-Kopf. So, und der letzte ist da hinten. Einfach so eine Ratte auseinandergeschnitten, ne? Warum wird das jetzt nicht angezeigt? Ah, jetzt ja. Okay, hier so ein bisschen rechts und da geht's irgendwo rein. Hä, da war ich doch schon. Hallo. Hier? Ja, hier. Warum hat er nicht geschossen? Optional beendet. Alles klar. So, die muss ja auch noch irgendwas versteckt haben. Die hat gar nichts. Komme ich da rauf? Nein. Die hat hier gar nichts. Okay, ist die ärmste von allen. Jo, dann ab nach Hause. Ist ja gut. Ist nervig, dass man beim Schnellrennen keine Sidesteps machen kann.
Das ist falsch, oder? Ja. Andere Seite geht's raus, komplett andere Seite. Da. Ab nach Himmelsrand.